ich bin Lisa von Einfach Lilienhaft. Einige von euch haben schon danach gefragt und hier ist er nun, der Stabilo Adventskalender. Dieses Jahr gestaltet von Hinz und Kunst. Und für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, herzlich willkommen. Auf diesem Kanal geht es um Bullet Journaling und Handlettering. Und wenn dich diese Themen interessieren, dann schau dir gerne auch alle anderen Videos an. Und wenn du magst, dann abonniere auch meinen Kanal. Wenn du jemanden kennst, der noch überlegt, ob er sich den Adventskalender holen soll, dann teile das Video auch gern mit ihm. Das kannst du direkt unter dem Video tun. So, jetzt kommen wir also zum interessanten Part. Vorab sei noch gesagt, dass ich den Kalender selbst gekauft habe. Das ist also keine Kooperation. Und ich empfehle dir ganz klar, bis zum Ende des Videos dran zu bleiben, denn da habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. So, dann starten wir jetzt und hier nochmal der kleine Spoiler-Alert. Ich werde jetzt den kompletten Kalender auspacken und wer nicht gespoilert werden will, der schaut mal in die Videobeschreibung. Da sind die einzelnen Kapitel verlinkt und da kannst du auch springen zum Fazit und wirst dann nicht gespoilert. Dann packen wir den Kalender mal aus. Dafür müssen wir erstmal die Banderole entfernen. So sieht der Kalender aus. Wir haben hier einen Deckel, den kann man abheben. Und dann hat man hier ganz viele unterschiedliche Schächtelchen, wie man hier sehen kann. Und man hat noch eine Geheimschublade und ein Heftchen. Da gucken wir gleich genauer rein. Als erstes schauen wir uns jetzt mal dieses Booklet hier hinten an. Achtsam und kreativ durch den Advent, das ist ja das Thema des Adventskalenders. Und passend dazu hat man dann hier so ein Heftchen mit Ideen und Inspirationen für die verschiedenen Projekte. Will ich jetzt nicht alles zeigen, aber so kann man quasi die Sachen dann damit ausprobieren. Dann gibt es hier natürlich noch die zusätzliche Schublade. Ziehen wir jetzt auch mal raus. Schauen mal, was da drin ist. Zusätzliches Material. Das sind also Sachen, die man tatsächlich für den Kalender dann braucht. Wir schauen mal, was da genau drin ist. Also hier sind verschiedene Papiere drin. Transparentpapier, Aquarellpapier, Kraftpapier, schwarzes Papier, alles schon zurechtgeschnitten. Weißes Papier. So hat man verschiedene Projekte wahrscheinlich damit. Dann gibt es für das sechste Türchen eine besondere Überraschung mit so einem Notenpapier anscheinend. Das ist hier dieses Papier. Sehr spannend. Und dann gibt es hier unten noch mehr Aquarellpapier, würde ich denken. Und für das 24. Türchen gibt es diese Überraschung. Und das ist ein Notizbuch mit leeren weißen Seiten, hat auch einen Gummizug, also kann man dann so als Skizzenbuch vielleicht verwenden. Dann schauen wir mal in die einzelnen Kästchen rein. Was mir super gut gefällt, ist die Gestaltung des Adventskalenders. Alles ist ja mit diesem Kraftpapier gestaltet und hat wirklich einen schönen Look. Dann gucken wir mal in die 1 rein, was sich da drin verbirgt. Das ist ein Stabilo Point Max, ein normaler Filzstift in der Breite 0,8, also in Schwarz. Dann gucken wir in Kistchen Nummer 2. Was haben wir da? Das ist schon eine sehr große Kiste. Und da sind Pinsel und Aquarellstifte drin. Also zwei Farben Aquarellbuntstifte und dann dieser Pinsel in der Größe, ja, das steht leider nicht drauf, kann ich nicht schätzen, aber genau, damit wird es dann voraussichtlich ein Projekt geben. Dann schauen wir ins dritte Kästchen. Hier. Oh ja, da sind Metallic-Stabilos drin in Gold, Silber und Grün. Das ist der Pen 68, also ganz normale Filzstifte, aber eben in diesem Metallic-Look. Dann schauen wir mal ins vierte Türchen. Drei Stifte sind dabei. Ein Stabilo-Sensor in der Größe F, also feine Größe, ist ein ganz normaler Feinliner.
Und nochmal zwei Fineliner Point 88, die klassischen Stabilo-Fineliner in zwei unterschiedlichen Grüntonen. Also die Abstufung ist wirklich nur sehr fein. Kiste Nummer 5. Ja, hier haben wir einen Bleistiftanspitzer und zwei Aquarell-Buntstifte wieder. Ich gucke gerade mal, ob das die gleichen sind, die wir da vorhin schon hatten. Nee, da gibt es irgendwie Unterschiede. Der eine ist Aquacolor und der andere ist Aquarellable. Und hier steht hinten auch nochmal Paper, Glas, Plastik und Metall. Also der schreibt anscheinend auf unterschiedlichsten Materialien. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Dann kommen wir zum 6. Türchen, zum Nikolaustürchen. Das ist wieder so eine größere Kiste. Und da drin verbirgt sich, sehr spannend, ein Washi-Tape in einem schwarzen Ton und dann 5 kleine Wäscheklammern. Hier können wir ja vielleicht jetzt mal in das kleine Booklet schmollen. Das heißt, ich schaue da mal rein und um jetzt nicht die Überraschung komplett zu verderben, ich will nur mal kurz schauen, wie das dann gemeint ist. Genau, man kriegt hier wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern und das Coole ist, dass man auch noch einen kleinen QR-Code auf der Seite hat. Da kann man dann den abscannen und dann kommt man sogar zu einer Videoanleitung und kann dann genau das Projekt durchführen, was man eben mit diesen Klammern machen kann. Und wir hatten ja schon gesehen, in diesem zusätzlichen Schieber war extra Papier auch für den 6. enthalten. So, nach dem Nikolaus kommt natürlich die 7. Und in der 7, das ist ein bisschen schwerer, das Paket, da verbirgt sich wieder Aquarellstifte. Wieder diese Variante mit Glas und Plastik und Metall, dass die darauf malen können. Und ein Radierer. Dann zu Kiste Nummer 8. Die ist wieder etwas schmaler. Und darin enthalten sind die Stabilo Brush Pens. Genau, 3 unterschiedliche Farben, grün, rot und schwarz, würde ich sagen. Genau, das sind die Brush Pens von Stabilo. Nach der 8 kommt die 9. Schauen wir in die 9er Kiste. Oh, wie praktisch, steckt schon so zusammen. Genau, hier wieder ein Anspitzer, aber dieses Mal für die großen Woodies. 3 in 1 steht hier nochmal extra drauf. Das ist, glaube ich, auch ein Stift, der sich auf unterschiedlichen Materialien wie Glas auch eignet. Und da hat man jetzt schwarz und weiß dabei. Was verbirgt sich in der 10. Kiste? 10 ist wieder schmaler, aber das sagt nicht so viel darüber aus, was hier drin ist. Hier sind 4 Stifte drin, 2 Fineliner, wieder in unterschiedlichen Farben, also ein Braunton und ein Grünton, die hatten wir vorhin schon mal. Und wieder die Aquacolor, also das sind die normalen Aquarell-Buntstifte, in 2 Grüntönen. Man kriegt da also über den Kalender verteilt eine gute Sammlung an Farben zusammen, fällt schon auf. Dann ist Kiste Nummer 11 dran. Ups. In Kiste Nummer 11 sind wieder ein paar Stabilo Brush Pens, aber dieses Mal wieder andere Farben natürlich. In so einem Orangeton ein schöner Rotton, wie ich finde, und so ein Peachton. Genau. Also wieder die Brush Pens dabei. Jetzt hat man insgesamt schon 6 Stück gehabt. Kiste Nummer 12. Was hat die für uns parat? Hoppchen. Kiste Nummer 12. Oh ja, hat wieder Metallic dabei. 2 Stück. Davon hatten wir in der 2. Kiste oder so, glaube ich, schon 2 Stifte. Hier sind jetzt noch die Farben Blau und Lila dabei. Genau, also vom Anfang nochmal waren die 3 Farben und jetzt hat man quasi noch 2 weitere. Jetzt zu Kiste Nummer 13. Die ist wieder ein bisschen größer, habe ich hier schon gesehen. Da verbirgt sich vielleicht wieder ein besonderes Projekt dahinter. Das heißt, die haben ja alle Projekte, diese ganzen Materialien. Ich gucke jetzt nicht jede Seite durch, aber für jeden Tag gibt es in dem Booklet wirklich ein Projekt, was man dann eben durchführen kann. Und dann gibt es ja immer die Unterteilung in kreativ und achtsam. Also da muss man sich dann so ein bisschen durchgucken. Und die Materialien allein, die verraten jetzt natürlich relativ wenig. So, Kiste 13 hat
Karten dabei. Ja, cool. Also drei unterschiedliche Farbtöne und immer passend zu der Karte. Das sind also Klappkarten. Zur Klappkarte hat man dann quasi noch einen Briefumschlag dazu und drei unterschiedliche Farben dabei. Und hier ist noch mehr. Hier sind noch so Sticker dabei. Ja, ich schmul noch mal in das Booklet, was es da so Spannendes gibt. Ja, das ist auch ein schönes Projekt. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Schön ist auch, dass in dem Buch auch immer so Vorlagen enthalten sind für Einsteiger. Die können das dann auch gut übertragen. Für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind, die können das dann sicherlich frei handschuhen. Kiste Nummer 14. Da haben wir wieder eine schmalere Kiste. Nach der großen 13 kann auch mal wieder was Schmaleres kommen. Und hier haben wir einen Bleistift. In HB steht hier drauf und einen Stabilo-Sensor in M. Die Besonderheit an diesen Feinlinern ist, dass die wirklich eine Spitze haben, die sich immer so ein bisschen eindämpft. Das heißt, wenn man schreibt, dann hat man immer so eine Feder da drin. Das ist ganz angenehm so zum Schreiben. Ja, vielleicht entlastet das so ein bisschen die Finger. Ich finde die ganz gut gemacht. Dann Kiste Nummer 15. Wird wieder etwas größer. Und hier haben wir zwei unterschiedliche Textmarker. Einmal einen schmalen, das ist der Swing Cool und der Boss. Die haben dann auch, also die haben trotzdem relativ gleich große Spitzen, glaube ich. Sind ein bisschen anders, aber eben diesen Rosaton und den Grünton. Jetzt hatten wir 15, jetzt kommt 16. 16 ist wieder riesig. Und darin verbirgt sich was mit Karten oder mit Papier oder so. Habe ich alles? Ja, ich glaube schon. Das sind kleine Name-Tags, das heißt, die kann man hier dann so rausstanzen. Drei unterschiedliche Farbtöne wieder, weiß, schwarz und Naturkarton. Und die kann man dann wahrscheinlich mit den Materialien, die schon in den Kisten davor war, verschönern. Kiste Nummer 17. Ist eine kleine Mini-Kiste und fast die letzte dieser Mini-Kisten. Und hier haben wir weitere Metallic-Stifte. Also hier sind nochmal drei unterschiedliche Farbtöne dabei. Die ergänzen die fünf, die wir bereits hatten. Und so haben wir ein Set von 8 Stiften. Vielleicht kommen ja auch noch mehr. Wir werden mal schauen. Dann ist Kiste Nummer 18 dran. Kiste Nummer 18 hat wieder ein bisschen mehr Platz zu bieten. Und da sind drei Point Max dabei. Ganz am Anfang, im ersten Türchen, hatten wir einen schwarzen Point Max. Jetzt haben wir hier ein Blau, ein Grün und eben diesen Braunton dabei. Kiste Nummer 19. Was das wohl ist? Die fühlt sich sehr leicht an. Ach, schön. Hier sind Sticker dabei. Einmal wahrscheinlich von Katharina gestaltet von Hinz und Kunst. Und es gibt natürlich auch noch leere, da kann man quasi dann seine eigenen Projekte wahrscheinlich drauf machen. Aber ist ja eine gute Inspiration, dass man da gleich welche dabei hat. Dann Kiste Nummer 21. Wir gehen schon in die 21. Hatte ich überhaupt schon die 20? Nee. Ah, vor der 21 kommt ja immer die 20. Da vertut man sich häufig. Jetzt also die Nummer 20. Oh, wow. Okay, krass. Also hier ist einfach mal eine Rolle mit Material drin. Ich muss mal gucken, was das ist. Ah, das ist auch Kraftpapier, dünnes Kraftpapier, was so auf Rolle aufgerollt ist. Das ist also ein bisschen länger wahrscheinlich. Dann gibt es hier so schwarze Sticker. So Labels sind das. Das sind immer zwei auf einer. Und dann hat man weitere Stifte. Nochmal einen Brush Pen in dunkelblau. Also das sind wirklich die Schwammspitzen. Und dann noch Pen 68. Das sind also wieder die Filzstifte. Auch wieder in zwei Grüntönen. Also diese Grüntöne, diese zwei Abstufungen, die haben wir jetzt schon öfter wieder gefunden. Das ist wirklich so ein minimaler Unterschied, aber kann natürlich sehr gut aussehen. Dann schauen wir in Kiste 21 rein, was sich da verbirgt. Wieder zwei Textmarker, ein blau-lila Ton, ja so Veilchenton, und ein orangener,
Die passen also zu denen, die wir vorhin schon hatten und ergänzen dann das Set ganz gut. Genau. Wir gucken mal rein, was da geplant ist im Heftchen, im Booklet. Das war jetzt Tag 21. Jetzt habe ich hier zum Beispiel erwischt etwas, was achtsam ist. Also hier soll man wirklich sich Entspannungszeit nehmen. Das kann ich jetzt so gar nicht so nachempfinden. Es gibt hier auch wieder, also ich weiß jetzt nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber es gibt einen QR-Code und da gibt es dann passende Musik zu dem Ganzen. Dann Kiste 22. Da haben wir nochmal zwei Point Max Stifte, ja, in Grau und auch in Rot. Genau, das sind also die normalen Filzstifte, die ergänzen auch die vielen anderen, die wir jetzt schon hatten. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt, ja, jetzt haben wir 6 davon in dem ganzen Kalender gehabt. Kiste Nummer 23, bevor wir uns dem 24. dann widmen. In der 23 ist eine interessante Farbauswahl und zwar ein Pen 68 Neon. Das wusste ich auch noch nicht, dass es die in Neon gibt. Wieder ein normaler Filzstift sozusagen. Das ist ein normaler Farbton und dann gibt es hier einen Brush Pen in Grau nochmal dazu. Da hatten wir vorhin auch schon ein paar, also wieder erweitert das Set sozusagen. Und jetzt kommen wir zu Türchen 24 und schauen mal, was sich darin verbirgt. Und das erinnert mich doch ein kleines bisschen an letztes Jahr. Wer das Video vom letzten Jahr noch nicht gesehen hat und sich dafür interessiert, der kann das gerne nochmal schauen. Das verlinke ich hier oben in der Ecke. Da gab es im 24. auch diese Trenner. Das sind also so Einsetzer, die man dann in diese Kiste einfügen kann, damit sie am Ende als Stifthalter dient. Zusätzlich gibt es dazu hier aber noch so ein kleines Heftchen, mein Vision Board 2021. Und da hinten drauf steht, visualisiere deine Träume mit Bildern und Fotos. Und das ist dann wahrscheinlich, das ist quasi, das mache ich jetzt nicht auf, aber das ist so ein kleines Plakat, worauf man dann quasi sein Vision Board anlegen kann. Sehr coole Idee, wie ich finde. Genau, dann haben wir erstmal alles ausgepackt. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Jetzt sind auch die wieder dabei, die den Mittelteil übersprungen haben. Der Kalender hat insgesamt 69,95 € gekostet. Und ich verrate dir jetzt hier oben in der Ecke mal, was der Kalender an Warenwert enthält. Das kann ich dir jetzt so nicht in die Kamera sagen, weil ich das erst ausrechnen muss. Ich wusste ja auch noch nicht genau, was quasi in den Kisten enthalten ist. Aber jetzt kann man schon mal das Verhältnis sehen. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das wirklich sehr angemessen im Preis ist. Es ist wirklich eine große Bandbreite an Stiften dabei. Man kriegt viele unterschiedliche Farben von unterschiedlichen Typen von Stiften. Und für diejenigen, die sich letztes Jahr den kreativen Adventskalender geholt haben, da muss ich auch sagen, dass ich, glaube ich, erstaunlich wenig doppelt. Also ich habe jetzt wirklich nochmal so ein bisschen rund geguckt. Ja, so ein paar Sachen sind es, aber nicht viel. Also der Inhalt ist wirklich etwas anderes und die passen natürlich zu den ganzen Projekten, die sich Katharina überlegt hat. Und da kann man wirklich, glaube ich, durch den Advent kreativ und achtsam schreiten. Also ich finde das wirklich eine rundum gelungene Idee und würde da auf jeden Fall sagen, dass er sich lohnt. So, dann kommen wir noch zu der versprochenen Überraschung. Ich habe natürlich nicht nur einen Kalender bestellt, sondern ich habe hier noch einen zweiten bestellt. Und den verlose ich an einen von euch und zwar auf Instagram. Also schnell rüberhüpfen, ich verlinke dir das natürlich auch in der Videobeschreibung. Auf Instagram kannst du einfach einen Kommentar hinterlassen und dann nimmst du an der Verlosung teil. Und ich drücke dir die Daumen, dass du ihn gewinnst. Verrat mir jetzt unbedingt in den Kommentaren, was du von dem Kalender hältst. Wenn du jetzt noch mehr Lust hast, Videos zu schauen, dann schau dir doch noch dieses Video an oder dieses andere Adventskalender-Video vom letzten Jahr. Und dann würde ich sagen, wenn dir mein Kanal gefällt, dann abonniere ihn doch kostenlos. Das kannst du hier tun. Und wir sehen uns nächste Woche um 17 Uhr zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich drauf.